Es ist ein wichtiger Bestandteil, warum man sich in dieser Stadt so wohlfühlt zu leben. Es ist einfach toll, hier hinzugehen und das Gefühl zu haben, man ist mit einer Familie da. Und das hat die Fortuna in den letzten 10 Jahren immer vermittelt, dieses Gefühl. Fortuna hat ein Kapital, das ein Club wie Hoffenheim oder Wolfsburg niemals haben wird. Es ist ein Traditionsclub und selbst wenn man uns nicht leiden kann, dann wird man in Hamburg, in Berlin und in München hören, dass dieser Club in die erste Liga gehört. Man möchte gegen diesen Traditionsverein spielen. Und vielleicht möchte man nicht, dass er dabei gut aussieht, aber man freut sich, glaube ich, für das Niveau der Liga, dass Fortuna wieder zurück ist. Und das wissen wir alle. Das ist ein unbezahlbares Gut für den Club. Und deshalb werden auch die alten Spieler mit Zufriedenheit sehen, dass an ihre Zeiten jetzt eventuell angeknüpft werden kann. Das ist zwar noch ein Weg, aber wir sind aus der vierten gekommen, warum sollen wir die letzten Meter nicht auch noch gehen können? Es gibt selten eine Paarung, bei der wir weniger verlieren können als am Samstag, das ist meine Meinung. Wir können nur gut aussehen, wenn die Mannschaft fightet, dann ist alles in Ordnung und dann wird auch jedes Ergebnis vom Publikum verziehen. Ich habe das Gefühl, dass wir in diesen Jahren sowieso eine Fankultur da haben, wie sie vielleicht in Düsseldorf noch nie da gewesen ist. Ein sehr gesunder Sockel und da ist das ein irres Geschenk, gegen die Bayern zu spielen. Als frisches Ehrenmitglied muss ich natürlich 1-0 für uns tippen. Wir haben eine gute Abwehr, im Sturm könnte mehr passieren, aber es wird natürlich reichen.